Von The Story. Ja, ich bin ja in Sonora, und ja, wir haben jetzt hier kurz nach 6 und bin auf dem Weg zum Kunden. Aber einen Kunde noch gekriegt, durch da, wo ich abgeladen hatte, durch die habe ich das dann, ja, haben die mir so zugeschustert, kann man so sagen. Und ja, bin ich auch froh drüber. Habe ehrlich schon gedacht, da wird nichts mehr. Also wird eine Leerfahrt, da ich jetzt zur nächsten Stadt fahre. Whatever. Aber nein, hat sich ja noch zum Guten gewendet, das Ganze. Und ja. Ist ja direkt nebenan gewesen. Also hier der Kunde, ja, ich werde hier Mehl, werde ich hier laden. Schon. You have arrived at your destination. Ja, ich hatte mir das hier aufgeschrieben. Also es geht von Sonota nach San Felipe, wie gesagt. Sind 181 Meilen, 291 Kilometer. Ja, da habe ich schon ausgespuckt gehabt. War ganz fix heute. Und nochmals 22 Tonnen Mehl und brutto 1321. Das ist die Info soweit. Okay Leute, bevor es weitergeht, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und ja, kostet euch nichts, wisst ihr ja, und bringt mich ein Stück weit nach vorne. Und ja, wenn ihr irgendwas habt, dann Lob, Kritik oder Verbesserung, whatever, ne? Wie gesagt, konstruktive Kritik wird gerne gelesen, wird auch beantwortet insofern. Und ja, wisst ihr, man ist ja nicht perfekt, ne? Der ein oder andere Fehler unterläuft mir bestimmt auch. Ich bin ja dran, das hier noch zu verbessern. Und wenn man dann den nötigen Support dann hat, dann denke ich mal, ist das wie so ein kleiner Anschubser und dann läuft das. Ne? Bin für alles dankbar. In diesem Sinne sage ich dann vielen Dank im Voraus für euren Support und ja, und viel Spaß bei dieser Folge. So, und der Atze wird jetzt hier mal jetzt sich anmelden, Leute, und dann geht es dann weiter. Denn wisst ihr ja, keine Zeit hier am Start. Ich hab's wieder mal eilig. Okidoki. So, jetzt sind wir hier vorgefahren. Ich muss mich da hinten rein. Ein bisschen zu weit gefahren, ne? Aber lieber ein bisschen zu weit. Oh, stopp, das hier. Auch schon länger nicht geregnet, wa? Warmblicklich einzuschalten, egal. Früh am Morgen. Oh, lauter Staub sehe ich ja nichts. Kann nicht so schnell fahren. Nein, ja, staubt das nicht so, nicht wahr? Richtig. Mit den Holzbeinen hier, mit dem Wagen aufpassen hier, nicht, dass ich da gegen die Tür hau oder mit der Tür da dran hau. Ja,
Hör auf zu bimmeln da. Alles gut soweit. Okidoki. So. Na dann. Sollen Sie mich beladen mit dem Mehl? Ich bin soweit. Alles klar. So. Ich bin gerade hier. Bin ein bisschen vorgefahren. Weil ich hatte ja keinen Platz für die Abfahrtskontrolle, die ich jetzt machen werde. Und ja. Deshalb. Das ganze Theater jetzt hier hält zwar ein bisschen auf, aber ich ja keinen Platz habe, ne? Das ist das Problem. Aber ist auch alles gut. Okay, dann. Alles klar, let's go. Fahren schön. Und die Ampeln wieder einmal sind wieder parat für mich. Genau. Auf Rot. Aber jetzt nicht mehr. Ja, die habe ich ja komplett in Grün. Überfahren. Ist auch sensationell. Ach, die auch noch.
Nee, die nicht mehr. Leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ja. Gut. Dann wollen wir doch mal nach San Felipe fahren und das Mehl abliefern. Ja, ist jetzt nicht jetzt wieder einmal eine Megatour, ne? Aber wie gesagt, bringt ja alles Geld rein, ne? Ist egal wie viel. Aber ich bin gerade immer auf der Mitte der Kreuzung und die Ampel ist jetzt schon wieder auf Rot übergesprungen. Ja, das ist immer wieder kurios. Wie falsch oder was? Ne? Weiß ich nicht, wie falsch ich bin. Ich sollte doch gerade ausfahren, oder? Dann turn ich mal right jetzt, ne? Wenn die mal hier fahren würden, ne? Die haben doch rot, grün, meine ich, rot. Grün haben wir doch. Jetzt fährt er wieder, wenn es rot ist, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Echt. Soll verstehen, wer das will. Ich nicht. Na gut. Ja, welche Hupe soll ich dir denn geben? Fahr doch, Mensch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, muss ich wieder hier andere Geschütze auffahren. Kurzzeitig. Was soll ich denn machen, Leute? Wenn der Hammerwerfer nicht fahren will, was soll ich denn sonst machen? Ich muss doch irgendwie vorankommen, oder? Ich muss doch irgendwie und irgendwo was unternehmen, oder? Also, habe ich ja keine andere Option als kurz auf dem Gehweg, um zu switchen. Warum schickt er mich denn jetzt hier auf die Tanke? Jetzt muss ich natürlich hier wieder drehen. Habe ich doch gar nicht eingegeben gehabt. Hier bin ich ja losgefahren vorhin. In 650 feet, turn right. Oh Gott, 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 oh Gott. Hatte ich da so drin gehabt? Und ich bin jetzt so weitergefahren. Na gut. Natürlich jetzt hier ein bisschen suboptimal gelaufen, ne? Gerade bei dem ganzen Verkehr jetzt hier. Mache ich dir jetzt hier. Könnte ich denn woanders lang fahren? Was sagt er mir denn da unten? Die nächste, wenn ich da. Aha. Ne, da gibt es ja keine Wendemöglichkeit, ne?
Nee. Ja, wir müssen noch warten. Navi anmachen hier. Müsste noch warten. Tut mir außerordentlich leid da hinter mir oder auf der Gegenfahrbahn. Aber nur mal einen langen Trailer und jetzt könnt ihr aber fahren. Jetzt habt ihr Platz. Genau. Kommt doch durch jetzt da, fahrt doch. Ja Leute, da hat man sich jetzt mal aufs Navi verlassen und ein bisschen verlassen. Weil er hat das hier noch hier angezeigt gehabt. Und ja. War das Problem, ne? Genau. Da haben wir das Problem. Ah, gut, jetzt haben wir jetzt ein bisschen hier uns ein bisschen suboptimal bewegt, aber zumindest ging es ja voran, ne? War ja kein kompletter Stillstand da. Turn left and then turn right. Halb neun in the morning und ja, alles ein bisschen zähflüssig, ne? Aber auch das gehört dazu, wie im Real Life, ne? Ja, er fährt hier natürlich wie er möchte. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich jetzt hier richtig bin, ne? Ich denke schon. Ich denke schon. Oh, wir verlassen jetzt hier Sonota, Sonota, whatever. Wir fahren doch hoffentlich jetzt nach San Felipe. Komm,
Gleich geht es hier ein bisschen berghoch, also muss ich ein bisschen Gummi geben. Tritt ihn so eine Senke rein, dann geht es hoch wieder. Ja, er bremst automatisch ab, weil ich Tempomat an habe. Ja, ist normal. So, jetzt aber. Ein bisschen erhöht das Tempo. Weil immerhin habe ich ja 22 Tonnen Mehl drauf. Navigation resumed. Wieso schickt er mich jetzt wieder zurück? Ist das normal, ist das jetzt hier nicht? Ne? Was ist denn ja bloß mit der Tour los hier? Das gibt's doch gar nicht auf dem Navi. Warum schickt er, sagt er das Fall wieder zurück? Ich bin doch richtig. Ich bin doch richtig. Grün habe ich auch. Mein Gott, ist ja richtig mein Glückstag. Noch, ist ja kaum, sage ich das, schon ist das wieder weg. Sensationell. Ja, das Schild steht aber auch günstig so, ne, drauf. Auf der Fahrbahn. Auch sensationell. Alles sensationell hier. So. Na dann. Scheint alles gut zu sein jetzt hier. Wahrscheinlich kam er durcheinander, kam das Navi durcheinander wegen der Baustelle. Also meine Schlussfolgerung, keine Ahnung. Denke ich mal. Möglich. Regnet es natürlich. Ja, ich schreibe die quietschen ein bisschen, der Furz trocken. Denke ich mal, nur ein kurzer Schauer, ne? Weil der Himmel ist ja nicht so dunkel, ne? Eine Wolke vielleicht, eine dunkle Wolke, die mich verfolgt seit längerem, ne? Ach, ich kann ja noch fahren. Was mache ich denn? Wo bleibe ich denn stehen? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, warum. Ja, die Ampel war ja sowieso auf Rot wieder mal, also habe ich ja nicht viel verloren, ne?
Ah, Kirschgrün, alles gut. Zumindest diese habe ich noch mitgenommen. Ist mir egal. Ist die Hauptsache. So, ja, ich weiß, ich bin ein bisschen von der Geschwindigkeit drüber. Oh, jetzt bin ich wieder gut. Alles wieder gut. Haben wir ja korrigiert. Vielleicht dürfen wir wieder Gas geben. Und zwar jetzt. Sehr gut. Drei Uhr soll ich in San Felipe sein, übrigens, um genau zu sein, 10 vor 3. Ja. Haben wir 20 nach 10. Wow. Könnte hinhauen. Um die 150 Meilen noch, so circa. Ja, wenn nichts Außergewöhnliches ist passiert, man weiß es nicht. Kann man machen. Oder kann man schaffen. Machen kann man so vieles, aber naja, gut. In 650 feet, turn right. Pause muss ich keine machen, also keine jetzt vorgeschriebene. Hängt alles von der Zeit ab, ne? Also, naja. Mal sehen. Na hier, aber hier kann ich ja nicht stehen bleiben, ist alles zu klein. Übersieht kein Stoppschild. Zumindest nicht bewusst. In 650 feet, turn right. Coahuila, Coahuila. Naja, da kommt nichts. Dann wollen wir mal die Ecke brausen hier oder tuckern. Tuck, tuck. Jawohl.
bleibt er stehen? Ja. Er bleibt stehen. Ich glaube, es hat aufgehört zu regnen mittlerweile. Ja, es freut mich außerordentlich. Die letzten Tropfen da wegwischen. Ja, aber ansonsten geht ja die Tour, ne? Von, sag ich mal, also landschaftlich sowieso schön, ist egal wo, welche Richtung, finde ich zumindest. Also, von daher, alles gut. Na, Geschmäcker sind unterschiedlich, ne? Aber so. Diese Weite ist immer so, also ja, faszinierend, finde ich. So gut dargestellt, denke ich mal, hier im Ganzen, ne? Von der Karte her. Generell von ATS hier. Oder in diesem Fall vom Entwickler SCS. Also hier das ATS meine ich ja. Mein Gott. Ja. Naja, gut. Das biegen wir erstmal links ab. Aber noch nicht. Ah doch, wir biegen doch ab. Aber gut hingekriegt, die Auffahrt jetzt hier. Gut, dass nichts kam. Hätte ich wieder abbremsen müssen und bin ich dann wieder auf Geschwindigkeit kommen. Oioioi. Zumindest hat ja das gut geklappt. Ne? Ist das schon mal etwas? Rauf und runter und rauf und runter.
jetzt haben wir noch gute 2 Stunden. Ja, für knappe 50 Meilen. Ja. Ey, Pause ist nicht drin als solches, aber dann könnte es knapp werden. Aber so kann man hinkriegen. Sollte man hinkriegen. Ja, eigentlich schon. Immer unter Vorbehalt, ne? San Felipe zumindest sind wir schon mal jetzt hier. Das gehört mich hier schon zu San Felipe. So die Ausläufer. Das ganze Gebiet hier. Stand zumindest so auf das Schild, auf dem Schild gerade drauf. Wie San Felipe. Sollte es auch so sein, ne? Sehr schön. Vom Gas runtergeschalten. Alles schön. Geht das gleich links? Könnte sein. Dass es gleich links geht. Keep to the left and then turn left. Ich kenne mich hier aus, war noch nie hier gewesen, aber ich kenne mich hier aus. Obwohl in San Felipe war ich doch schon mal, glaube ich. Irgendeine Tour habe ich da schon in der Vergangenheit, bin ich da gefahren. Wo ich da für Walmart gefahren bin. Ne? Aber jetzt eine knappe Meile. Oder eine halbe Meile. Roundabout. Und ja. Wir haben jetzt, ja, seht ihr ja. Oder auch nicht. 1.35 Uhr oder 13.35 Uhr, whatever. Ja. Und eine halbe Meile ist, glaube ich, drin, ne? Dass wir das schaffen. Ja, wenn ich ein Päusel gemacht hätte, dann wäre das schon wieder so ein knappes. Du sollst stehen bleiben. Wäre das wieder so ein knappes Ding gewesen, denke ich mal. Das ist so knapp bemessen, wollte ich ja nur damit sagen, oder damit man sieht. Also, in 650 feet, turn right. Ich habe ja Gas gegeben. Habt ihr ja auch, also im Erlaubten natürlich, aber ich habe Gas gegeben, war zügig unterwegs. Ne? Also habe jetzt nicht großartig rumgebummelt, ne? Und trotzdem, zwar jetzt entspannt, ne? Im Nachklang, aber ohne Pause. Ne? Also wenn ich jetzt noch ein Käffchen getrunken hätte, blablub, ne? Also ich bin ja, kannst du sagen, also man kann ja so sagen, eine Stunde vor der Zeit jetzt angekommen. Ja. In 650 feet, turn left. Ja, eine Stunde vorher. Jetzt haben wir 20 vor 2, bis ich da reingefahren bin und so weiter und so fort. Ja, eine Stunde vor der Zeit. Das wäre ein knappes Wissen geworden. Weil wenn ich dann auf eine Tanke, auf einen Truckstop gefahren wäre. You have arrived at your destination. Yes. Und so weiter und so fort. Wisst ihr, das dauert ja alles, nimmt ja alles eine Zeit weg. Ne? Käffchen holen, wieder zurück. Ne? Und dann lass es mal irgendwo noch danach in der Zwischenzeit. Keine Ahnung,
bei meinem Glück im Stau noch irgendwo sein und dann guckst du aber anders aus der Wäsche. 20 vor 2, jetzt. Okay, ist ja egal. Hätte Fahrradkette, wir sind jetzt da. Okidoki. So, da sind wir wieder am Start hier. Und schauen jetzt mal, wo wir hier hin müssen. Wo müssen wir hin? Was hat er mir denn gesagt? Links irgendwo da, ne? Bei den Containern da irgendwo. Jo. Muss das Mehl abgeladen werden. Ja, in der letzten Ecke, wa? Jo. Hier rein. Okay. Kann man machen. Aus. Okay. So. Im grünen Bereich, sage ich dazu nur. So, haben wir alles. Jawohl, beruhig dich. Ja, Fensterchen habe ich noch auf, ne? Ja. Ist auch nicht schlimm, so warm. Kann doch jetzt mal aufbleiben. Nicht dramatisch. Ich muss ja wahrscheinlich hier warten, weil ne, das können wir ja hier am Hafengebiet und so mit den Containern, bis ich hier dran komme, na, Prost und Mahlzeit. Und ich bin jetzt über eine Stunde, da werden sie gleich sagen, bist du viel zu früh da? Ja, also musst du warten, mindestens bis 3:30, 4. Ja. Ich sag ja, also das ist meine Vermutung, aber was du machst, machst du verkehrt. Kommst du früh? Nicht gut. Kommst du spät? Auch nicht gut. Also, kommt in der Zeit, in der Regel auch nie gut, weil dann sind wieder andere. Ich weiß nicht, ob die beiden noch abgeladen werden müssen, die da stehen, links und rechts, der Boeing-Trailer und der andere. Naja, okay, aber Spekulation will ich ja gleich erfahren. Okidoki. So Leute, soll so eine Stunde noch mindestens dauern, hat man mir gerade gesagt. Die Papiere jetzt, ja, soweit da abgegeben und ja, soll mich gedulden und ja, was sie zu machen, ne? Kann ich ja nachher mal fragen, ob die was haben für mich, aber da war ich ja also sehr nett, also so wie ich immer bin, sehr nett und werde mich hier mal hier hinsetzen und schön hier die Ruhe genießen und schön hier, ja, die See genießen. Ich
steife Brise. Obwohl, ne, das ist eigentlich ganz angenehm hier. Kann man sich hier schön, ja, ein Containerschiff. Jo. Vor Anker, auch schön. Die Brandung. Ja, gucken wir uns heute mal an hier. Setzen wir uns hin. Aber geht die Zeit auch schön flöten. Ist entspannt. Doch, doch. Doch, doch. Kann man machen, oder? Ja, kann man machen. Wenn wir da runter gehen, kann man das auch. Weiß ich nicht. Oh, hier ist ein bisschen zu hoch. Hier wollen wir da. So. Nee, mit der Höhe ist das nicht so. So. Egal. Auf jeden Fall. Nett. Nett. Doch hat sich die Fahrt nach San Felipe schon mal in dieser Hinsicht hier schon gelohnt, finde ich. Oh, doch. Man hier baden kann, weiß ich nicht. Aber ansonsten, jo, schick. Schick, schick, schick. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen jetzt, ne? Ich muss jetzt und so jetzt erstmal hier abwarten und ja, dann ist diese Folge erstmal soweit zu Ende. Ja, hätte ein bisschen noch länger sein können, aber naja, die Tour ist halt, hat es nicht hergegeben, was soll man machen. Vielleicht bei der nächsten Tour mal fragen, ob wir hier was kriegen oder ob mit Bill irgendwas ist, keine Ahnung. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.